Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs zum Plopsa Indoor Kuhwerden. Ich hoffe, das spricht man so aus. Stimmt. Hoffe ich. Und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Also viel Spaß. Wir sind gerade zu Fuß auf dem Weg ins Plopsa. Wir, wie ihr vielleicht hier hinten erkennen könnt, da. Gerade aus dem Centerpark draußen sind. Genau. Ich wollte als erstes Phantasialand sein. Wir sind nämlich die Woche über Ostern hier in dem Centerpark. Eiskalt. Und da ist das Plopsa direkt nebenan. Oh, das ist auch nur eine kleine Indoor-Spielhalle, haben wir erfahren. Also nichts für Thrill. Leute, sondern wirklich hauptsächlich für Kinder. Count. Ja, eine kleine Achterbahn gibt es da wohl. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wenn ihr über die Centerpark-App ein Tagesticket bucht, bevor ihr hier hinfahrt, bekommt ihr das Tagesticket plus für die ganze Woche oder Wochenende, wo ihr hier seid, als Mengenpass. Und das müssen wir jetzt umtauschen. Wow. Zu unseren Tagestickets, damit wir die ganze Woche hier da rein können. Dürfen. Auch wenn es nicht für uns ist. Oh, das ist was für uns. Ja. Wir sind jedenfalls sehr gespannt darauf. Ich hoffe, man kriegt Shop-Rabatt. Und ich hoffe, es gibt einen Biene-Maja-Cocktail. Genau, dann gehen wir nur für einen Biene-Maja-Cocktail dahin. Der Tom hat gerade erwähnt, dass wir mit dem Bungalow recht eigentlich gut genial sind, weil 3 Minuten sind wir am Marktturm, 5 Minuten sind wir hier am Plopsa. Bei uns ist direkt um die Ecke Lasertag. Genial, alles was man braucht. Ja, und da sind wir. Und da ist Timber in klein. Das stimmt. Oh. Ist ja nicht putzig. Ja, wir waren gerade echt überrascht. Wir haben richtige Karten jetzt ausgestellt bekommen. Sieht fast aus wie Jahreskartenmäßig. Das ist so riesig. Was fahren wir denn als nächstes? Aber hier ist es auch so voll. Ach, da kann man angeln. Angeln und dann was gewinnen. Also von der Kulisse her ist es echt schön gemacht, finde ich. Aber halt sehr wenige Geräte. Thank you.
Kiddie Coaster. Wow, die war so steil, so schnell. Wow. Na, jetzt aber mal ehrlich gesprochen, also der war gar nicht so schlecht. Der geht zügig hoch. Zügig runter. Zügig runter. Also ich fand den Kiddie Coaster echt nett. Ist ganz okay. Kann man fahren, wenn es hier regnen sollte. Und ich weiß, was man tun soll. Anubis. Anubis. Und hier wird Schminken geschlossen. Oh. Anubis wechselt immer ab. Mit was denn? Mit was wechselt denn Anubis immer ab? Mit den Kickers. Und wo ist der Kickers? 15 Minuten. Hier ist allerdings so wenig los, dass hier irgendwie kein Mitarbeiter ist. Das ist natürlich nicht so schön. Wir würden jetzt hier mal gerne Anubis fahren. Mit dem da. Aber wie gesagt, kein Mitarbeiter in der Nähe. Ich bin gerade Anubis gefahren und das Ding ist der Hammer. Also das ist ein bisschen Thrill hier im Park. Es sieht harmlos aus, total klein, aber boah, das nimmt einen echt mit und hat sogar Airtime. Also cool, das Teil. Der Tom musste natürlich direkt die nächste Runde fahren. Echt senkrecht. Holst du mich ab? Bitte richtig andocken. Danke. Aber ich kann mich da gar nicht festhalten, ne? Ich muss mit. Oh, scheiße, wir sinken. Ja, toll. Warte mal, nein, zurück. Ich komme auf die andere Seite, warte. Ist mir gleichgewicht. Danke, willst du mir damit was sagen? Ich war ja nur hier. Upsi. Wir gehen unter wegen dir. Wir gehen nicht unter. Boah, meine ganze alte Seite ist nass. Oh. Ihr macht das gut. Ich mach das gut. Nur ich. Yeah! Ein bisschen nass, ne? Sind das wieder so tolle Teppiche, wo ich meine Jeans kaputt mitmache? Ja. Oh. Also wenn schlechtes Wetter ist, lohnt es sich hier hinzugehen. Groß, aber das heißt, wir haben so eine schöne so drüber gucken. Oh, kommt man da nicht rein? Das ist ja schade. Dass man da nicht drauf darf. Du musst sagen Go. 3, 2, 1, Clown. Ey! Wow! Oh, du bist sogar vor mir. Habe ich ein Loch am Arsch? Aber lass dich mal bei dir. Die sind alle in anderen Farben.
Hopelijk hebben jullie vandaag een mega super coole dag gehad. Tot de volgende keer. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Oh, das kennen wir doch. Das steht auch im Moviepark. Wo man löschen muss. Oh, die tut aber richtig im Arsch weh. Ich muss noch einmal rennen. Und hier haben wir einen Spielplatz. Mit den Biene-Maja-Figuren, aber auch süß gemacht. Nachdem ich jetzt mit Stefan in der Action Factory war und dort draußen lecker Bierchen getrunken habe, habe ich jetzt die Kinder eingesammelt und wir gehen noch mal für ein Stündchen ins Plopsa rein. Ah, dafür haben wir den Chip bekommen. Ja, und sechs Eier. Sechs Eier, okay. Sechs Eier. Dann mach ich weiter. Die sind doch für die Kinder versteckt. Ich hab schon ein Ei. Oh, Tom. Oh mein Gott, jetzt habe ich zwei Eier. Ja. Lass nach oben, ich will nach oben. Ganz süß gemacht für die Kinder. Man erhält einen Chip hier vorne im Plopsa heute, weil Ostern ist. Und dann kann man hier Eier suchen gehen auf dem Schiff. Super süß gemacht. Und jedes Kind darf das Schälchen mit sechs Eiern machen. Wow! Aber ich finde die Aktion super. Sechs Eier, mehr nicht. Ich habe auch Eier entdeckt. Und? Sechs. Mama will mal noch. Auf dass mir schlecht wird. Große Leute dürfen hier auch drauf. Mama, Tasche! Die Kinder rennen hier durch. Wir sind gerade Futuren gefahren. Futuren? Das ist quasi wie Tikal. Genau. Sehr schön. Ich liebe das ja. Aber da hinten ist eine Show, die wahrscheinlich jetzt zu Ende ist. Ja! Was ja? Ja, guck, da sind die Schauspieler nicht. Wir gucken jetzt mal. Die Show ist wirklich für Kleinkinder ja gedacht. Die sind ja hier bekannt in den Niederlanden. Also das Show. Ist ehrlich. Bumba. Für andere. Also jetzt wird extra nur für Tom und Anna hier das Gerät Anubis aufgemacht. Weil hier steht keiner davor. Ja, viel Spaß, ne? Heute scheint hier echt mehr los zu sein als gestern, als wir kurz hier waren, der Tom und ich. Ich werde euch wahrscheinlich deswegen alle Tage, die wir im Plopsa hier sind, einfach mal zusammenschneiden als einen Vlog, weil wir ja die ganze Woche hier rein können, denke ich mir mal, dass wir so jeden Tag so ein, zwei Stündchen hier verbringen werden. Und dann seht ihr einfach mal so die ganzen Tage, was wir hier alles so erlebt haben, obwohl das hier so eine kleine Halle ist. Finde ich, haben sie hier ein paar schöne Geräte aufgestellt. Man kann auch essen, trinken. Das zeigen wir euch dann alles noch. Also. Und Anna? Geil! Hat dir gefallen, ja? Beste Achterbahn. Beste. Aber Anna lässt alles wie eine Achterbahn, ne? Mit dem Airtime, meinst ja. du? Ja!
Ja. Anna hält sich aber noch fest. Anfänger. Ey, ich habe am Anfang noch so, aber so ja, da du kanntest das ja vorher noch gar nicht. Ich habe ne? richtig. Aber das ist toll, oder? Das ist richtig geil. Der Festsaal von Plopp. Hier kann man anscheinend seinen Geburtstag feiern, weil da ist ein Geburtstagstisch dekoriert. Ja. Hier, das ist das Plopser Restaurant. Ach, guck mal, hier kann man schon mal gucken, was es hier so gibt. Stehen aber keine Preise dran. Ich weiß es, wie eine Schnitzel will ich. Nein, wir essen jetzt hier nichts. Wir trinken eine Kleinigkeit. Oder wir essen ein... Oh, hier gibt es Slush. Slushy. Kaffee, was gerade nicht funktioniert. Aber hier, viel interessanter. Poppertjes, 7,50. Das sind Chips. Ach, guck mal hier, da sind deine Popcorn. Popcorn, aber auch Donut, Muffin. Ah, hier gibt es Trinken, Cola, geil. Cassis Fanta. Rate, wie viel das da kostet. 4,99. Eine Candy-Station. 100 Gramm, 3,59 Euro. Dann gibt es noch Eis, verschiedene Biersorten und Wein. Mich zieht hier gar nichts an. 90. Slush. 6,99, 4,99 und 5,99. Es wird sich hier Slush gezogen. Alles klar. Armer Strawberry. Immer nur ein bisschen. Was hast du? Cola? Cola? Oh, Lemon Lime. Und was nimmst du noch? Sherry. Hier ist auch noch Kirsche. Bis zum Rand. Obwohl, da geht noch ein bisschen. Ich glaube, ich nehme sogar mal Lime. Ich habe das noch nie probiert. Kurz gesagt, das hier sind jetzt so viel wie ich drin habe, 500 Milliliter. Das kostet 4 Euro. Ne, 5 Euro. Und da ist so viel drin wie im XXL-D. Und das kostet 7 Euro. Und? Schmeckt das? Ich bin ehrlich, ich bereue es gerade, dass ich so wenig Limette genommen habe. Echt? Und bei dir? Na, was? Lecker? Aber sehr, sehr, sehr lecker. So. Ich lasse mir jetzt das Radler schmecken, die Kinder den Slush. Und dann haben wir uns jetzt gerade hier nach draußen gesetzt. Die Sonne kommt zwischendurch nämlich auch noch mal raus. Und hier gibt es, wie in jedem Plopser, was? Wasserfontänen. Ja. Den Wasserfontänenplatz, yeah. Was stimmt denn? Das ist ein riesiger Anfang, das habe ich. Nein, nicht machen. So. Wow. Und jetzt kommt's wieder. Genau die bleibt an, ne? Genau die bleibt aber dann an. Ich könnte gerade da längs laufen. Hier ist Heidis Tierweide. Und dann kann man für 1 Euro Futter kaufen. Nachdem wir Mayas Fest gesehen haben mit Konfettiregen. Was echt minimal war. Ja, aber ist ja egal. Ist ja ein kleines Plopser. Süß, dass sie sowas hier machen. War süß. So, jetzt aber auch ein Karussell. Oh, das bewegt sich. Mama, du gehst so. Boah, du gehst weit hoch. Warte, warum gehst du so weit hoch? Ich beweg mich. Mama, warum gehst du so weit hoch? Das ist cool. Jetzt zu den fliegenden Fahrrädern. Komm.
man die Schuhe hin. Schuhe, krass. Und da ist eine rote. Und da ein Wellenbad. Ein Wellenbad. Oh, ich will Mama Bällebad da reinschmeißen. Ah, da kommt man mit der Rutsche runter. Aber ich will ins Bällebad reinschmeißen. Da kann man schön klettern. Ich will nie da reinschmeißen. Nein. Oh, das ist die coole Tarnung für eine Küche. Dahinter ist ja nicht die Küche für das Restaurant. So, wir besichtigen jetzt die Toilette. Nicht nur, weil Mama Lust hat, nein, weil Mama richtig dringend auf Toilette muss. Toilette. Ah, ja genau, hier sind auch Schließfächer, aber... Ach so, hier. 8 Euro. Nein. Ein Schließfach. Boah. So, wo müsste ich hin? Weibchen. Links Weibchen, rechts Mann. Oh. Sieht ja nett aus. Fazit zu den Toiletten. Die Toiletten waren alle sauber. Also hier kann man gut auf Klo gehen. Hi! So, dann lasst uns wieder gehen. Wir hatten gerade schöne 1,5 Stunden nochmal im Plopsa Indoor. Was echt super ist, dass man da kurz rübergehen kann, eine Stunde da verbringen oder 1,5, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann wieder rüberkommen, das ist echt genial. Gute. Unsere Mehrtageskarten. Damit ist echt cool. Und es ist ein schönes Andenken. Nimmst du etwa das Kamel? Oh ja. Und die Anna sitzt wo noch? Zebra, du gehst auf das Schwein. Das muss ich erst begutachten. Das schreckt ja einem die Zunge raus. Ja. Die Comics gesehen hier auf dem Karussell. Ja. Sehr schön. Also ich muss sagen, dass sich für uns diese Mehrtageskarte hier von dem Plopsa total gelohnt hat. Wie gesagt, ihr bezahlt einmal den Eintritt für eine Tageskarte, das müsst ihr vorab in der App machen, dann bekommt ihr für die ganzen Tage, wo ihr im Center Park seid, bekommt ihr dann eine Mehrtageskarte. Und am Anfang haben wir gedacht, oh, die Indoorhalle ist ja so klein und hier kann man ja nichts erleben, aber wie heute hat es den ganzen Tag nur geregnet und das ist einfach schön. Einfach mal für 1-2 Stündchen hier reinzugehen mit der Karte. Man kann ja reingehen und wieder gehen, wie man will. Und einfach mal eine Runde wie jetzt Karussell fahren. Thank you.
dir mal einen Überblick so ein wenig von der Halle. Da ist es schon zu Ende. Also, so groß ist die Halle nicht. Ach, hier wartet ja schon jemand auf mich. Wer nimmt die GoPro? Jetzt. Mama. Mama! Wir wollten jetzt einmal da hinten komplett gucken gehen, weil jetzt hier leer ist. Die Fontänen! Yeah! Auch noch ran! Kleiner Verkehrspark. Und das ist groß, ne? Hier sind die Feuerwehrdinger. Das war schon draußen. Tom, ich muss dir was mitteilen. Tom, es tut mir leid. Du bist zu groß für dieses Auto. Nein, ich wäre komm links. €2.672. Das ist aber teuer. So, hinten rein. Ja. Super, jetzt wird viel Power. So, ich fahre jetzt noch eine Runde, dann können wir fahren. Tschüss, Tom. Komm gut wieder in Deutschland an, ne? Jetzt kommt natürlich die Sonne raus, wo hier Schluss ist.